Die Integration von muslimischen Frauen ist mehr als wichtig. Eine gelungene Integration kann nach meiner Meinung nach nur über die Frauen gehen. Wenn wir es nicht schaffen, diese Frauen zu integrieren, beziehungsweise dass sie sich emanzipieren und dadurch integrieren, werden wir auch in den nächsten Generationen identitätsgestörte Migranten mit der österreichischen Staatsbürgerschaft haben. Wir glauben, dass sich eine Verpflichtung, eine Maßnahme, eine Integrationsmaßnahme teilzunehmen, besonders gut auf Frauen auswirkt. Weil dann gibt es keine Ausreden mehr, dass ein Mann, eine Frau eine Integrationsmaßnahme verweigert, dass sie dort nicht hingehen darf oder dass sie vielleicht einfach im Familienverband eigentlich ihre Arbeit einbringen muss, sondern dann muss sie an der Integrationsmaßnahme teilnehmen und dann haben wir sie sozusagen einmal im System und können sie weiter auch mit ihren Rechten und Pflichten vertraut machen. Und das wird auch gut angenommen. Frauen sehen hier auch ihre Chancen und auch Männer sehen, wie das Frauenbild in Österreich ist, denn auch ist es wichtig, dass man Männer natürlich darüber informiert, wie wichtig und was für ein hohes Gut die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Österreich und in Europa ist.